man an dem Punkt angekommen ist, wo das Pferd einem wirklich zu 100% vertraut, dass man einfach das Gefühl hat, es kann kommen, was will, das Pferd springt immer für einen los. Das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, dem Pferd so viel Vertrauen zu geben, dass der mit allem durch dick und dünn geht. Und das macht einfach super viel Spaß und kann man einfach gar nicht vergleichen mit Dressur oder Springen. Pferdebetrieb aufgewachsen, natürlich durch meine Eltern, schon als kleines Kind einfach mal mit aufs Pferd gesetzt, dann ein kleines Pony gehabt und dann ging das immer so weiter. Also es gab auch mal eine Phase, wo ich lieber Hufe ausgekratzt habe, wie geritten, aber ja, so ging das dann los. Mein erstes Pony, das hieß Filou, das war so ein kleiner Frecher, der mich ab und zu auch mal abgesetzt hat, aber auf den habe ich gelernt, mich erstmal festzuhalten. Das war erstmal das Wichtigste. Das ist Opgan Luwo. Wir nennen ihn aber Wolle bei uns im Stall. Er ist nun 14 Jahre alt. Ja, was soll ich sagen, mein absolutes Erfolgspferd. Mit ihm habe ich alle großen Erfolge zusammen bestritten. Ja, Wolles Stärken sind vielfach, würde ich sagen. Also er hat eigentlich in allen drei Disziplinen seine Stärken. Man kann nicht sagen, dass er eine schwächere Disziplin hat. Er geht eine sehr gute, konzentrierte Dressur, ist super vorsichtig im Springen und hat richtig, richtig viel Spaß im Gelände und somit auch eine sehr gute Einstellung von Anfang an. Er hat von Anfang an immer alles gleich super gemacht und mir ein tolles Gefühl gegeben und ein absoluter Kämpfer dabei. Und er weiß einfach genau, wann ein großes Turnier ansteht und wann es drauf ankommt. Um 7 Uhr hier, fangen dann erst an zu füttern und die Pferde zu versorgen. Danach frühstücken wir alle gemeinsam, besprechen eben kurz einen Plan, was ansteht und dann geht's los mit Reiten bis 13 Uhr. Dann machen wir Mittag, wird eben was gegessen, die Pferde können eben ein bisschen einmal zur Ruhe kommen und dann geht's wieder weiter bis abends und dann natürlich in der Saison liegt immer irgendwas an. Mal ein Turnier in der Woche, mal zum Training, Konditionstraining oder Geländetraining. Da ist man dann auch schon viel unterwegs. Ich bin jeden Tag am Reiten. Es gibt keinen Tag in der Woche, wo ich nicht reite. Aber jedes Pferd ist unterschiedlich. Man hat mit jedem Pferd eigene Ziele. Auch mit den jungen Pferden macht es super viel Spaß. Da steckt man sich eigene Ziele und wenn man die dann erreicht, das gibt ein gutes Gefühl, dass man das Richtige macht oder man hat dann eine neue Idee, wenn irgendwas nicht klappt. Das, für mich gibt es nichts Schöneres. Da ist eine 6-jährige Oldenburger Stute, die haben wir damals als Fohlen gekauft. Von daher ist sie schon ein bisschen länger bei uns. Wir haben sie selber angeritten und sie hat bis jetzt ihre ersten Erfahrungen in Geländepferdeprüfungen gemacht. Die kann unwahrscheinlich gut galoppieren. Sie ist eine Halbblutstute und bringt da sehr viel Ehrgeiz mit und Ausdauer, schon so eine gute Grundkondition und kann sehr gut springen. Sie hat ein gutes Springvermögen. Wir müssen nur noch alles so ein bisschen in die richtige Richtung schieben. Aber es sind schon echt ein paar gute Sachen dabei, wo ich mir doch sehr viel von erhoffe. Nicht mit jedem Pferd macht es Spaß, Vielseitigkeit zu reiten, sondern man muss die Pferde haben, die auch selber wirklich Spaß dran haben. Und dann ist das eine tolle Sache.